So Leute, wir sind wieder dabei. Let's play Pokémon Silber. Und der Don Marcy hat mich hier mitten in einem Trainer-Encounter rausgelassen. Wenn sich zwei Trainer begegnen, wollen sie sofort kämpfen. Ja, ist normal, ne? Was haben wir denn hier? Schuljunge Björn. Was hast du denn? Ein Rosanna. Yay, eins der sieben Pokémon, die ich am wenigsten mag. Und wir haben hier eine fast tote Rückkehr. Wieso ist Rückkehr fast tot? Egal. Ich schicke hier jetzt erstmal Jenny rein. Denn die kann den Eishieb schon wesentlich besser wegstecken als Rückkehr. So, ich würde hier gerne einen Feuerschlag benutzen. So, da haben wir das Rosanna besiegt. Rückkehr erreicht Level 44, das ist sehr schön. Und dann kommt ein Electek. Ja, da möchte ich wechseln. Das ist ein Job für Spike. Spike, Erdbeben. Ist ja überhaupt nicht übertrieben, gegen ein 12 Level niedrigeres Elektro-Pokémon Erdbeben einzusetzen. Sehr effektiv, 1035 Erfahrungspunkte und ein Magma kommt. Ja, da bleiben wir doch gleich drin mit Spike. Mit Magma geht es genauso schön mit dem Erdbeben. Und 1108 Erfahrungspunkte und wir haben den Björn besiegt. Ah, ich habe erneut verloren. Ach ja, das ist schöne Routenmusik hier. Die gute alte Route 1. Don Marcy war auf dem Weg nach Süden. Und was kriegen wir hier? Raffratz oder Taubsi? Ein Taubsi. Mit Level 4. Habe ich aber keine Lust dagegen zu kämpfen. Ich sollte Rückkehr mal von der Spitze nehmen. Wen haben wir denn noch auf 43? Esther darf mal wieder nach vorne. Mit dem kämpfe ich eh so gerne. Und hier sind wir in Alabastia. So, wir schauen mal ganz kurz bei Professor Eicht vorbei, wenn wir schon hier sind. Gold, schön, dass du es, den weiten Weg nach Kanto gemacht hast. Was hältst du von den Trainern hier draußen? Ziemlich stark, was? Ah, du sammelst Orden der Arenaleiter von Kanto? Ich kann mir vorstellen, dass es schwer für dich ist, aber du sammelst wertvolle Erfahrungen. Besuche mich wieder, wenn du sie alle hast. Ich gebe dir dann ein Geschenk. Streng dich weiter also an, Gold. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Mal sehen. Dein Pokédex steht, gesehen 187 Pokémon, besitzt 26 Pokémon. Professor Eichs Bewertung, du wirst immer besser, hast aber noch einen langen Weg vor dir. Wir konzentrieren uns auch nicht wirklich darauf, den Pokédex voll zu machen. Wir wollen das Spiel ja hier nur durchspielen. So, hier können wir unsere Pokémon aber, glaube ich, nicht heilen. Oh, hier haben wir auch noch einen Trainer. Du da, willst du kämpfen? Ja, will ich. Ich will jetzt erstmal nach Mamoria City. Als Trainer Ilka mit einem Bisa-Knosp. Da ist Esther doch genau richtig. Los, Psystrahl! Kleines Gift-Pokémon. Verputzt er doch als Nachtisch. So, was kommt jetzt? Starmie. Ja, da bleiben wir drin. Du kriegst einen Biss. Der ist nämlich auch super effektiv. Oh, aber du überlebst ihn. Aber zurückgeschreckt, das ist sehr schön. Du kriegst hier noch einen Spuckball. Und Esther kriegt einen Level-Up. So. Wieder ein Level mehr für Esther.
Und Scarabou darf dann auch noch nach vorne. Das ist der, gegen den wir ganz am Anfang gekämpft haben. Und da natürlich im letzten Grasfeld kommt nochmal ein wildes Pokémon. Nämlich ein Radfratz, Level 2. Wir haben keine Chance, wir müssen fliehen. Es könnte das Top-Percentage-Rattata von Youngster Joey sein. So, erstmal kurz das Pokémon Center. Wenn wir hier schon mal in Fatania City sind. Und ich mache mir dann mal den Spaß und wir gehen eine Runde durch den Fatania-Wald und besiegen unterwegs alle Trainer. Meine Käfer-Pokémon sind zäh, du wirst verlieren. Come at me, Bro. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das bessere Käfer-Pokémon. Ein Bibor. Tja, ich habe ein Scaraborn. Das Scaraborn wird dir jetzt erstmal eine Hornattacke geben. So, Bibor besiegt. Über 1000 Erfahrungspunkte, die geben wenigstens gute IP hier. Und ein Smithbo hat er noch. Da bleiben wir gleich drin. Und Hornattacke. So. Das war's mit dem hier. Ich wurde vermöbelt. Das hast du gut erkannt. So. Warum mögen Mädchen keine Käfer-Pokémon? Es gibt Mädchen, die mögen die. Käfersammler Bert. Mit einem Ariados. Okay, Scarabou, du weißt, was du zu hast. Hornattacke und drauf da. Der überlebt das sogar. Oh nein, er kratzt mich. Und trifft ihn zweimal. Und Volltreffer, den hättest du gleich machen können. So, dann haben wir den Bert besiegt. Sinnlos. Ja. Du hast es erkannt, gegen mich zu kämpfen ist sinnlos. Juhu, wilde Pokémon. Was haben wir denn hier? Ein Kokuna. Level 5. Das ist auch wieder viel zu mächtig für uns. Wir müssen fliehen. Ein Angriff Plus. Ein weiteres Item, das man verkaufen kann. Das sieht sehr verdächtig aus hier. Da ist aber nichts. Bärenbäume lange ich schon gar nicht mehr an. So, was haben wir hier noch? Ein Top-Trank. Oh, das ist immer brauchbar. Fatania-Wald sehr stark gekürzt. Wenn du mit Shorts im hohen Gras läufst, bekommst du dann Schrammen an den Beinen. Käfersammler Alan möchte kämpfen und er schickt einen Bibor in den Kampf. Ja, das gibt wenigstens wieder gute P. Scarabou, Hornattacke. So, was hast du jetzt? Noch ein Bibor. Mal her damit. Die lassen sich alles so schön einfach von physischen Attacken one-hitten. Dann haben wir noch ein Bibor, ja, immer her damit. Alles schön einfach verdiente EP. Und dann haben wir nochmal, ja, wohl Level Up. Ah, endlich! Ja, bitte. Mach den Zertrümmerer bitte weg. So. Eine Attacke, die immer stärker wird, je weniger KP wir haben. Auf den
ersten Blick jetzt nicht wirklich nützlich, aber auf jeden Fall schon mal nützlicher als Zertrümmerer, weil selbst mit vollem KP macht sie noch genauso viel Schaden wie Zertrümmerer. Und ich glaube, ab ungefähr 70% haben wir dann schon Stärke 40 drauf. Wenn die KP unter 4% sind, dann müsste die Attacke eine Stärke von 200 haben. So, Fliegi und Spike sind noch nicht auf 44. Ja gut, dann dürfen die zwei jetzt die Arena aufräumen. Und wir kämpfen jetzt gegen Brock. Der gute alte Brock. So. Die Trainer dieser Pokémon in der Arena setzen Gesteins-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du bereit dafür? Ja, was die meisten aber immer vergessen ist, dass sie dafür relativ niedrige Spezialverteidigungswerte haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber... Ah, du redest von Gestein-Pokémon, schickst mir aber Boden-Pokémon vor die Nase. Ja? Macht ja alles wieder sehr viel Sinn. Hier kriegst trotzdem ein Erdbeben, der wird eh nicht reichen. Sternschauer, wie niedlich. Hier... daran. So. Und dann haben wir den Walter besiegt. Ich muss diese Kämpfe gewinnen. Ja, dann setz besser mal irgendwelche besseren Pokémon ein. Hallo Brock. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem neuen Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwerfallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Bring it on, Brock! Bring it on! Leiter Rocco möchte kämpfen und er schickt einen Georock in den Kampf. Level 41. Oh, das ist sogar relativ gut. Also gut, Spike. Erdbeben. Den kriegen wir runter. Super effective. Und 1176 Erfahrungspunkte. Amoroso. Ja, da möchte ich ausnahmsweise mal wechseln. Weil eine Wasserattacke will ich jetzt nicht unbedingt kassieren. Und ich weiß nicht, ob ich den one-hitten kann mit einem Erdbeben. Aber mit einem Rasierblatt geht das auf jeden Fall. Weil da hat der eine Doppelschwäche gegen. Schön viel Erfahrungspunkte. Ein Kabutops, das machen wir auch mit Rückkehr. Da ist nämlich dieselbe Doppelschwäche. Razor Leaf. Super Effective und 1908 Erfahrungspunkte. Ein Onix. Ja, komm. Schick mir noch mehr mit Pflanzendoppelschwäche entgegen. Glück hier kann ich in der nächsten Arena eh nicht wirklich einsetzen. Kann ich hier schon mal. Wobei, ich könnte sie. Ich hätte sie in den ganzen Trainern nur südlich von Alabastia dann benutzen können. Egal. So, und dann haben wir noch einen Rihorn. Ja, weil Fliegi heute noch nichts gemacht hat. Der hat ja da auch eine schöne Attacke gegen sowas. Surfer. So, 1185 Erfahrungspunkte und Rocco ist besiegt. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Den Felsorden. Das ist dann Orden Nummer 14, wenn ich mich nicht irre. Danke, Gold. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Ja, danke. Tschüss. Ich geh da mal, ne? So.
flieg mich doch mal nach Alabastia. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Und, ja, weil es mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, der Don hat uns Schutz besorgt. Und ich tausche den mal bloß ganz kurz nach oben. Ups, jetzt habe ich mich vertan, oder? Ja, hab ich. So. Und er hat überhaupt nicht übertrieben mit der Anzahl. So, schauen wir mal. Ich schau mal, ob ich hier noch ein paar Trainer finde. Dich zum Beispiel. Hi, ich wollte mich gerade mit Sonnenmilch eincremen. So, die Schwimmerin Thea. I see a friendship speech incoming. Und ich habe immer noch Spike vorne. Naja, ist egal. Erdbeben. Earthquake them all. So, was haben wir jetzt? Noch ein Europe. Ach komm, bleib mal drin, dann kriegt Spike gleich sein Level up. Hier, du kriegst auch noch ein Erdbeben. Solange die Attackenpunkte reichen. So, und was haben wir jetzt? Europe, schon wieder. Fliegi hatte noch kein Level 44, das heißt, der darf jetzt demnächst mal ein bisschen mehr kämpfen. Hier Psychokinese. Mit sehr viel Epilepsiefaktor. Was kommt jetzt? Ein Yugong. Ach, weißt du was? Hier kriegst du was ganz Besonderes. Du bist mir einen Luftstoß wert für so ein schönes Pokémon. Volltreffer und 1056 Erfahrungspunkte. Ich habe Angst vor einem Sonnenbrand. Okay, da hinten ist nichts mehr. Moment, ich sollte Fliegi nach vorne tun, ne? Damit der auch noch schön trainiert wird. Ja. Hey du, Angeln langweilt mich. Lass uns kämpfen. So, Angler Adam möchte kämpfen und er schickt ein Tentoxa in den Kampf. I see Epileptic incoming. Hier, Psychokinese. So, da haben wir den Adam besiegt. Riesenpleite. Was du nicht sagst, hier hinten ist nix. Ich suche bloß immer generell alles ab, bevor ich irgendwas vergesse. Mach weiter so. Mit was? Schwimmer Nikolai möchte kämpfen. Er schickt einen Warlord in den Kampf. Los, Fliegi! Hier kriegst du einen Luftstoß. Dem bist du mehr wert. Das ist schließlich ein Morlord. Crit. Ein Morlord gibt nur 850 EP. Ah. Wie im Programm, schlechter Zeitpunkt. Ein Octillery. Nee, da bleibe ich drin. Das sieht ein bisschen zu rot aus für meinen Geschmack. Artillery besiegt, 1018 Erfahrungspunkte und Level 44. Jetzt müsst ihr Regentanz oder Hydropumpe lernen. Eins von beiden. Ja, Hydropumpe. Aber nein, ich mag keine Hydropumpe.
Wir haben schon einen Surfer, der ist viel cooler, der trifft wenigstens immer und der hat wesentlich mehr Attackenpunkte. Was ja hier noch ein sehr entscheidender Faktor ist. So, jetzt kommt hier noch ein Mollort. Da schicken wir doch Rückia rein. Dann können wir die gleich Richtung Level 45 machen. Vielleicht reicht es ja sogar schon. Viel fehlt ja nicht. 939. Oh, das war aber sehr knapp. Na, da ist nichts, aber da ist die Zinnoberinsel. Und genau da lasse ich den Don jetzt raus. Oh, und den hier quatsche ich aber nochmal kurz an. Wer bist du? Na, du bist augenscheinlich ein Trainer. Ich heiße Blau. Ich war einmal ein Champ, wenn auch nur für kurze Zeit. Dieser nervige Rot hat mich ganz schön fertig gemacht. Liebe Marseille, was willst du? Willst du gegen mich kämpfen? Ich sage es nur ungern, aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Sieh dich gut um. Ein Vulkan bricht aus und vernichtet auf einen Schlag eine ganze Stadt. Wir werden weiterhin mit unserem Pokémon siegen oder verlieren. Aber wenn sich die Natur erhebt, ist alles im Nu dahin. So ist das eben. Trotz allem bin ich immer noch ein Trainer. Wenn ich einen starken Gegner treffe, möchte ich gegen ihn kämpfen. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest, dann besuche die Pokémon Arena in Fatania City. Dort werde ich mich deiner annehmen. Und er drehte sich und flog davon. So. Einmal kurz Pokémon heilen, Attackenpunkte auffüllen und dann lasse ich hier an dieser Stelle den Don raus. Ich beende hier den Part, wir sehen uns im übernächsten. Macht's gut!